Hier sind drei Fritzbox-Einstellungen, die dein Heimnetz in wenige Sekunden sicherer machen. Geh zuerst auf fritz.box in deinem Browser. Nun meldest du dich auf der Fritzbox-Oberfläche an. Neben den aktuellen Stromverbrauch in Prozent vom Maximalwert siehst du auch all deine verbundenen Geräte. Klicke jetzt links auf Heimnetz, dann auf Netzwerk. Jetzt siehst du alle Geräte aufgelistet, die verbunden sind. Weiter unten sind alle nicht verbundenen Geräte aufgelistet. Diese kannst du löschen, sofern es sich hierbei um alte Geräte, die in Zukunft nicht mehr verbunden werden, handelt. Das trägt zu einer besseren Übersicht bei und hilft dir genau zu sehen, welche Geräte sich tatsächlich in deinem Heimnetz befinden. So werden ungewollte Verbindungen und Eindringlinge schneller sichtbar. Am besten gibst du dann noch allen Geräten hier einen eindeutigen Namen. Auch wenn es in Zeiten von Smart Home eigentlich kaum mehr möglich ist, aber wer aufs Ganze gehen will, sollte hier den Haken entfernen, sodass ein virusbehafteter Computer beispielsweise nicht auch andere Geräte im Heimnetz befallen kann. Auch wenn sie ihren Gästen vertrauen, sollten sie ihren Gästegeräten nicht vertrauen. Dazu sollten sie ein eigenes Netzwerk aufmachen, nur für ihre Gäste. So bleibt ihr Heimnetz im Ernstfall unversehrt. Das WLAN nur zu bestimmten Zeiten aktiviert zu haben, schützt vor Angreifern, die sich unmittelbar in ihrer Nähe befinden, spart aber nebenbei sogar etwas Strom. Also wieso nicht? Schau auf meinem Channel vorbei, wenn du es für dich